Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wie du vielleicht sehen kannst, sehe ich heute ein bisschen anders aus. Und heute würde ich nämlich vor meinem anderen Video-Hintergrund, vor meinem Schreibtisch sitze ich und drehe das Video jetzt mal so mit dieser Kulisse. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Denn ich habe mein Zimmer so ein bisschen umorganisiert und heute soll es auch genau um das Thema gehen. Umorganisieren, organisieren und vor allem auch unorganisierte Leute. Ich war früher nämlich auch so eine Person, die überhaupt nicht organisiert war. Ich habe meine Hausaufgaben nie gemacht und mein Zimmer. Darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden. Und mittlerweile habe ich mich aber echt geändert und ich möchte heute mal meine Tipps euch teilen, beziehungsweise euch 5 Dinge erzählen, die unorganisierte Menschen gerne machen und was wir dagegen machen können. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir das Video gefällt. Aber erstmal viel Spaß beim heutigen Video. Let's go! Wenn ich an unorganisierte Person denke, denke ich immer daran, dass sie sehr viel vergessen. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass wir versuchen, immer sehr viel in unserem Kopf zu behalten, das aber nicht wirklich funktioniert. In diesem Buch Getting Things Done habe ich dazu ein sehr schönes Zitat gelesen. Keep everything in your head or out of your head. If it's in between, you won't trust either one. Also wir sollen Dinge immer entweder in unserem Kopf haben oder eben aufgeschrieben. Aber nicht irgendwie dazwischen, denn das würde uns überhaupt nicht weiterbringen. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir uns versuchen, Dinge zu merken, auch wenn sie gar nicht wichtig sind, es uns trotzdem irgendwie belastet, weil wir immer daran denken, dass wir diese eine Sache nicht vergessen dürfen. Sei es irgendwie die Mathehausaufgaben, die vielleicht nicht so wichtig sind, aber eben schon relevant sind, dann haben wir irgendwas in unserem Kopf, was wir nicht vergessen dürfen. Und auch wenn das jetzt nicht so wichtig ist, sind wir immer abgelenkt und nicht fokussiert, weil wir immer daran denken, dass wir diese eine Sache nicht vergessen dürfen. Das heißt also, schreibt wirklich alles auf, weil wenn nicht, dann werdet ihr immer so noch eine leise Stimme in eurem Kopf haben, die euch die ganze Zeit sagt, vergiss diese eine Sache nicht. Und das wird euch immer ein bisschen ineffizienter machen, weil ihr euch eben nicht auf eine Sache so gut fokussieren könnt. Deswegen der erste Punkt, schreibt am besten alles auf. Ich persönlich schreibe es einfach alles auf in meinen Apple-Notizen, also Handy, Laptop, iPad, überall synchronisiert das ja. Wenn ich eine Idee habe, eine wichtige Sache, eine To-Do-Liste habe, dann schreibe ich einfach ganz schnell, ganz effizient einfach mal in meinem Handy in diese Apple-Notizen auf. Ansonsten ganz simpel auch auf ein Blatt Papier schreiben, Sticky Notes an die Wand kleben oder so. Ist eigentlich egal, Hauptsache ihr habt es aufgeschrieben. Die zweite Sache, die unorganisierte Menschen sehr gerne machen, ist Dinge aufzuschieben. Und vor allem auch kleine Dinge aufzuschieben. Ich habe in meinem Leben eine Regel implementiert. Ich habe in meinem Leben eine Regel implementiert, die die 2-Minuten-Regel heißt. Wenn ich Aufgaben habe, für die ich unter 2 Minuten Zeit eigentlich bräuchte, mache ich sie sofort. Wenn ich zum Beispiel eine Rechercheaufgabe habe und ich weiß, dass diese Recherche nur 1-2 Minuten dauern wird, recherchiere ich das sofort. Wenn jetzt zum Beispiel dieses Buch hier auf meinem Tisch liegt und ich weiß, es gehört eigentlich nicht hier, es gehört eigentlich in mein Bücherregal und es ist wegbringen, wird aber nur 1 Minute dauern, dann mache ich das am besten sofort. Falls ihr meinen Kanal auch schon ein bisschen länger kennt, dann wisst ihr, dass ich ein großer Fan davon bin, jeden Morgen und jeden Abend ein bisschen aufzuräumen, damit ich nicht diesen großen Berg an Aufgaben habe. Weil mal hier und da ein bisschen aufräumen, das kann jeder. Es braucht auch nicht so viel Zeit. Immer nur so 1-2 Minuten oder so. Und das mache ich dann aber sofort. Und dementsprechend habe ich dann halt nie diesen großen Haufen an Aufgaben. Also 2-Minuten-Regel, sehr effizient, sehr hilfreich, gerne machen. Falls eine Aufgabe weniger als 2 Minuten dauert, am besten sofort machen. Die dritte Sache, die ich selbst noch sehr, sehr gerne mache, leider, ist es, meine Klamotten einfach irgendwo hinzuschmeißen. Und dann entsteht dieser Riesenberg an Klamotten, den ich dann irgendwie nach 3 Wochen immer wegräume. Denn wenn ich aus der Schule komme am Nachmittag, ziehe ich mich eigentlich immer um, weil ich es gar nicht mag, mit meinen dreckigen Klamotten, infizierten, kontaminierten Klamotten irgendwie mich in mein Bett zu legen oder so. Deswegen ziehe ich mich eigentlich immer um, wenn ich draußen war. Und dann bin ich gerne mal so eine Kandidatin, die es einfach mal auf den Boden schmeißt und statt es direkt wegzuräumen, was echt nicht gut ist. Wenn wir jetzt an die 2-Minuten-Regel denken, dann fällt uns schnell auf, dass irgendwie eine Hose wegbringen, in die Wäsche schmeißen, ins Regal räumen oder egal, in den Kleiderschrank räumen, nicht wirklich lange dauern wird. Deswegen hier gerne wieder 2-Minuten-Regel anwenden und auch vor allem Klamotten sofort wegräumen. Der vierte Punkt, den Der vierte Punkt, den unorganisierte Personen sehr gerne machen, ist entweder ein zu komplexes System zu haben oder gar kein System zu haben. Ich hatte früher ein sehr, sehr, sehr komplexes Notion-System, in dem ich dann mehrere Pages hatte, die miteinander verlinkt waren und dann habe ich da das irgendwie programmiert, dass dann das in der nächsten Tabelle sofort angezeigt wurde und so weiter und es war einfach sehr komplex. Und weil es eben so schwierig zu bedienen war und so groß war, hatte ich irgendwann keine Lust mehr darauf, es war mir zu schwierig und deswegen habe ich einfach aufgehört, das System zu benutzen und hatte dann einfach gar kein System für einige Wochen, was natürlich auch keine Lösung ist. Oder ich habe zum Beispiel auch ein Google-Dokument, wo ich jeden Monat plane und immer aufschreibe, was im Monat gut gelaufen ist, was im Monat nicht so gut gelaufen ist und so weiter. Und ich habe schnell gemerkt, wenn die Systeme zu komplex sind, zu groß sind, zu aufwendig sind, dann macht es nicht mehr so viel Spaß oder ist es einfach zu anstrengend und dann prokrastiniere ich eher. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch nicht gut, gar kein System zu haben und sein Leben zum Beispiel gar nicht zu planen oder zu reflektieren. Was ich daraus gelernt habe, ist auf jeden
jeden Fall, dass ein simples, einfaches System die beste Lösung ist. Also hört nicht auf irgendwelche Study-Produktivitäts-YouTuber, die euch sagen, ihr müsstet ein so komplexes Notion-System haben zum Beispiel. Es ist eine gute Lösung, falls es für euch funktioniert. Falls es aber nicht für euch funktioniert, es eher zu komplex ist, dann reicht doch einfach eine simple To-Do-Liste völlig aus. Im Endeffekt geht es darum, das zu benutzen, was für dich funktioniert. Und wenn es einfach nur der Google Calendar ist oder der Apple Calendar ist oder einfach eine Liste, wo du deine To-Dos aufschreibst, dann ist es auch vollkommen okay. Hauptsache, es funktioniert für dich. Der nächste Punkt, den unorganisierte Personen gerne mal machen, ist zu spät kommen. Und es war voll witzig, weil ich war 2019 auf einer Sprachreise in England und da waren wir immer die Deutschen und die Spanier. Und unser Teamleiter war immer total sauer auf uns, weil die Spanier immer pünktlicher waren als die Deutschen. Und dann meinte unser Kursleiter so, das kann doch nicht sein, warum kommen denn die Deutschen immer zu spät? Und also für mich ist zu spät kommen eigentlich gar keine Alternative, weil ich hasse es wirklich zu spät zu kommen. Und ich bin meistens auch immer so eine Stunde zu früh da. So eine Person bin ich eher. Und mein Tipp für euch, um zum Beispiel Deadlines nicht zu verpassen oder nicht zu spät zu kommen, ist einfach, sich Erinnerungen zu setzen. Vor allem wenn es gerade um Abgabetermine gibt, setzt euch einfach Erinnerung, stellt euch einfach weg, um die Deadlines dann nicht zu verpassen. Beispiel: Ich muss meine Mathehausaufgaben um 15 Uhr einreichen. Also stelle ich mir um 15.30 Uhr einen Wecker und schreibe darauf, Lara, vergiss deine Mathehausaufgaben nicht. Und dann werde ich sie auch nicht vergessen, weil ich eben eine halbe Stunde vorher daran erinnert werde. Oder zum Beispiel Meeting um 13 Uhr, stelle ich mir um 10.30 Uhr einen Wecker, damit ich nicht vergesse, dass ich dieses Meeting um 13 Uhr habe. Das funktioniert ziemlich gut für mich und ich bin sehr froh mit diesem System. Und ich habe direkt auch eine Idee für dich. Wie ich schon gesagt, nee, hab ich ja nicht gesagt, oder? Auf jeden Fall kauf meinem Kanal zweimal die Woche neue Videos online zum Thema Lernen, gute Noten, Produktivität und Organisation. Und falls du das nicht passen möchtest, würde ich dir raten, meinen Kanal zu abonnieren und eben auch die Glocke zu aktivieren, um meine Videos nicht zu verpassen. Also direkt die erste gute Tat heute, die erste organisierte Sache heute, die Glocke aktivieren, die erste Erinnerung setzen, um meine Videos nicht mehr zu verpassen. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Schreib mir gerne nochmal deine Gedanken dazu in die Kommentare und ich hoffe, dass wir uns hier die nächste Woche oder wann? Am Donnerstag? Am Donnerstag hier wiedersehen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald. Tschüss! Ich kann ja leider das hier gar nicht mehr machen. Ich habe früher immer so die Kamera zugehalten, aber das geht jetzt nicht mehr, weil ich so weit weg sitze. Soll ich mich selbst zuhalten? Ich weiß nicht. Tschüss!